Danke. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für diesen warmherzigen Applaus. Vielen Dank bei Ihnen zu Hause, dass Sie eingeschaltet sind. Herzlich willkommen. Wissen Sie, was ich neulich gemacht habe? Ich war auf dem Wochenmarkt und ich habe gefragt über Griechenland. Oh la la, alles, was ich mich anhören sollte. Zuerst, ich habe einen Typ gefragt und der sagte, ja, die Griechen, das sind faule Säcke. Dann kam einer, ich habe ihn gar nicht gefragt, der kam einfach selbstständig, der sagte, die müssen wir alle verrecken lassen in Griechenland. Und dann kam noch einer, der sagte, ja, die haben den Arsch offen. Und dann kam eine Oma, die sagte, ja, die haben den Arsch offen, das machen die absichtlich, damit wir Geld reinschieben. Alle waren der gleichen Meinung. Alle waren der gleichen Meinung. Ist auch klar, in Deutschland, ihr habt alle der gleiche Meinung, was Griechenland angeht. Übrigens, nicht nur Sie in der Bevölkerung, sondern auch durch die Presse, das durch die Bank, ist nur alles, nein, kein Griechen, wir wollen nichts, na, so. Alle der gleichen Meinung. Wissen Sie, vor langer Zeit, als ich Kind war, ich war in einem Bauernhof. Ich habe da gearbeitet und ich habe das wirklich geliebt, weil ich durfte alles machen im Bauernhof. Ich durfte Traktoren fahren, ich durfte LKWs, ich war nur 10, ich durfte selber LKWs dann einparken. Es gab nur eine Sache, die ich nicht machen durfte, das war mich um die Schafe kümmern. Nein, weil der Bauer, der hat gesagt, nein, die Schafe, das ist zu gefährlich. Wissen Sie, wenn ein Schaf dann losrennt, dann laufen alle Schafe hinterher. Gut, manchmal gibt es auch einen Grund. Vielleicht hat der Schaf gesehen, oh la la, da ist eine Gefahr. Die Bäuerin will wieder ein Pullover stricken. Vielleicht braucht Alphonse ein neuer Puschelmikrofonbezug. Könnte auch ein Grund sein. Aber manchmal gibt es auch einfach keinen Grund. Sondern wenn ein Schaf losrennt, alle laufen hinterher, ohne nachzudenken. Warum erzähle ich das jetzt? Eigentlich wollte ich über Griechenland reden. Also Griechenland. Ich habe mir ein bisschen angeguckt, was hinter diesen Schlagzeilen dann steht. Zum Beispiel hier, gucken Sie, Luxusrente. Aber wissen Sie, dass in Griechenland die Rente wurden um 30% gekürzt? 30%. Ich meine, hier in Deutschland, wenn es eine Nullrunde gibt, dann die Rentner, die gehen alle auf die Barrikaden und die zünden ihr Rollator an und die haben minus 30%. Hä? Die wollen nicht sparen, die Griechen, aber die Gesundheitsausgaben, die wurden fast um die Hälfte gespart. 50%, hopp, weg. Hä? Also stell dir mal vor, wenn das in Deutschland wäre, das bedeutet, du gehst zum Arzt, weil deine Lunge muss geröntgt werden. Der Arzt, der sagt so, was röntgen wir? Rechte oder linke Flügel. Das hat Konsequenz, so ein Kaputtsparen bei Gesundheit. In Griechenland jetzt die neugeborene Sterberate extrem hoch. Mindestlohn wurde gekürzt, auch von 761 Euro auf 580 Euro. Wie kann man leben mit 580 Euro? Also für die FDP-Wähler, das sind 580 Euro im Monat, nicht pro Tag. Die Griechen, die haben gespart, wie Deutschland das wollte. Was hat's gebracht? Die Reichen, die sind alle abgehauen. Die Arbeitslosigkeit, hopp, die ist extrem hoch angestiegen. Viele ältere Menschen, die können nicht mal ihre Rechnung für Strom bezahlen. Und viele betteln sogar um Essen. Und die Schulden, die sind noch größer geworden in Griechenland. Gut. Ich habe schon eine Kurve hab ich gefunden, die nach oben geht in Griechenland. Das ist die. Gut, blöderweise, das ist die Kurve für die Selbstmordrate. Das ist die Situation in Griechenland, wissen Sie. Die Neugeborenen und die Älteren, die sterben weg. Und alles, was dazwischen ist, das bringt sich selber um. Wenn es so weitergeht, dann wird es in Griechenland noch leerer sein als bei Karstadt. Das kann keine Zukunft sein für die Griechen, oder? So kann man keine Zukunft haben. Und hat nicht jeder eine Zukunft verdient? Also ich würde schon sagen. Man könnte einfach zu den Griechen sagen, gut, ihr habt Quatsch gemacht, weil die haben Quatsch gemacht. Das ist gar keine Frage. Ganz viel sogar. Man könnte sagen, ihr habt Quatsch gemacht, aber wir gönnen euch einen Neustart. Das heißt, wir löschen einen Großteil von eurer Schulden. Und dafür sorgt ihr ab jetzt dazu, dass es bei euch so richtig, so ordentlich zugeht. Ab jetzt. Das könnte man machen. Wissen Sie, das wäre nicht mal was Neues.
Es gab so 1953, da gab es schon ein Land, was ganz viel Quatsch gemacht hatte. Viel. Und die hatten auch sehr hohe Schulden. Und ganz viele Länder haben sich zusammengetan und die haben gesagt, so, wenn es so weitergeht, dann wird es nichts. Also wir gönnen dieses Land einen Neustart und dafür löschen wir die Hälfte der Schulden. Blöderweise, ich weiß nicht mehr, welches Land das war. Ich glaube, das hatte was mit Lederhose und Currywurst zu tun. Ja, ja genau, das war Deutschland. 1953, das Londoner Schuldenabkommen. 1953 wurde 50% der Schulden von Deutschland gelöscht. Ganz viele Länder haben sich dann beteiligt. Frankreich hat zugestimmt. Frankreich hat gesagt, ja, die Deutschen, die hatten viel Quatsch gemacht, aber wir gönnen trotz alledem, wir gönnen denen einen Neustart und okay, wir löschen die Schulden. Amerika hat zugestimmt, England hat auch zugestimmt. Und es gab noch ein ganz kleines Land, was auch zugestimmt hat. Die haben gesagt, ja, also wir finden auch, Deutschland hat eine zweite Chance einfach mal verdient. Ja. Und dieses kleine Land, das war Griechenland. Ja, jetzt ist die Stimmung im Arsch. Das habe ich aber gewusst, meine Damen und Herren, wissen Sie? Und deshalb, ich gönne uns jetzt einen Neustart. Gucken Sie mal, ich habe das hier mitgebracht. Multikulti heißt auch, dass man offen ist für die Bräuche und die Kultur anderer Länder. Wie heißt zum Beispiel das, was alle nach dem Essen in einem griechischen Restaurant umsonst bekommen? Durchfall.